Willkommen zurück zu The Cat Lady. Wir sind immer noch im Haus der Irren, haben aber zuletzt wenigstens mit, wir haben mit der Polizei gesprochen, die uns aber nicht geholfen hat. Und wir haben mit Mitzi auch sprechen können, dass sie wir hier sind. Also es wissen jetzt schon ein paar Leute Bescheid, dass wir wenigstens hier sind. Immerhin. So, vielleicht finden wir ja irgendwo noch das Pestizidenzeug. Vielleicht finden wir auch hier noch irgendwas, ganz, ganz links oder so. Nee, hier gibt's gar nichts zu tun. Schade. Ich weiß ja auch nicht, wen sie zuerst killen will. So. Eimer untersuchen. Leere Eimer. Vielleicht können wir da drinnen das Zeug reinkippen schon mal. Ich will mich nicht selbst vergiften. Ich hole mir lieber erstmal Schutz. Okay, dann kannst du das benutzen. Keine Ahnung, wie du das verwenden sollst. Also wir brauchen erstmal eine Maske oder was? Aber der Eimer ist anscheinend schon mal richtig hier. Alles klar. Okay. Bedeutet ja eigentlich, dass sie ihn zuerst sich vorknüpfen will. Mit dem Zeug. Da können wir nichts machen. Heißt, wir haben eigentlich nur noch... Ja, es sei denn, wir müssen irgendwie von draußen durchs Fenster irgendwie nochmal reingreifen. Aber wir brauchen das Pestizidenzeug und ich wüsste nicht, wo das ist. Das könnte natürlich im Van sein. Und für den Van müssen wir an den Schlüssel kommen von der Leiche. Wie kommen wir daran? Keine Ahnung. Vielleicht finden wir die Antwort bei ihr, müssten dann aber auch wieder mal, ja, sie ablenken. Und wie wir das machen, weiß ich auch nicht. Können wir da einfach reingehen? Also ohne Schleichen oder? Warum will sie den doofen Katzengreifer nicht benutzen? Das ist doch hier der perfekte Plan eigentlich. Katzengreifer benutzen. Ach, das geht jetzt. Ach, ich musste immer bei der Wanne direkt... Okay. Hat sich erledigt. Ich habe den Schlüssel... Ja, schlau, Maya, Alexis. Ich war nur direkt nicht an der Wanne. Dabei war das so der erste Gedanke, ne? Katzengreifer rein damit in die Wanne, wenn sie da schon nicht mit der Hand rein will. Okay. Dann sollte das ja jetzt wirklich schnell gehen eigentlich. Aber ich wette, das ist Pestizidenzeug. Kann man ja eins und eins zusammenzählen. Die dritte Frage ist dann eher, wie basteln wir uns irgendwie eine Maske? Vielleicht finden wir das ja auch da drinne. Und das funktioniert. Das funktioniert. So, durchsuche den Van. Jesus, was für ein schrecklicher Gestank. Aber was ist das? Scheinbar tut dieser Idiot alles, was sein Frauchen aus der Hölle ihm sagt. Er hat seine Gasmaske hergebracht. Aha. Ich nehme die mit. Er braucht sie eh nie wieder, wenn ich hier fertig bin. Yay. Okay, das haben wir da drinnen gefunden. Okay, ich hätte jetzt auf das Pestizidenzeug getippt. Können wir denn hier was anderes machen? Können die Bleiche, könnten wir da schon mal reinkippen. Aber wir brauchen halt das andere noch. Das ist es halt. Wo finden wir denn das? Keine Ahnung. Also die schon mal aufsetzen? Tragen. Das muss ich jetzt nicht... Also sie will sie noch nicht anziehen. Das macht sie erst später. Alles klar. Oh Gott. So, jetzt schleichen wir uns mal rein. Kamerad. So, setz sie auf. Oh mein Gott. Wie schrecklich. Okay. Gießen. Kommt immer noch frische Luft durch ein kaputtes Fenster. Wenn ich will, dass das funktioniert, muss ich sicherstellen, dass es so wenig Belüftung wie möglich gibt. Dafür ist bestimmt das Gemälde. Ja. Sie wird nie vergessen, wie der Scheiß rausgeätzt wurde. Okay. Dann gehen wir erstmal... Oder kannst du das... Nee. Wir müssen raus. Alles klar. Kannst du die absetzen nochmal? Oder hältst du die jetzt die ganze Zeit... Okay, du willst sie die ganze Zeit tragen. Alles klar. Nee, sie setzt sie ab. Okay.
Und schon geht sie merkwürdigerweise schneller. Weiß ich auch nicht. Dafür ist das Gemälde. Oder der Stofffetzen. Auf jeden Fall können wir das bestimmt da reinstopfen. Darum geht's also. Ich habe immer gedacht, man müsste vielleicht auch mit der Zange, die wir jetzt natürlich eh nicht mehr haben, durch das Fenster greifen, um sich halt heimlich was rauszuholen. Um halt nicht direkt an ihn ranzugehen. Aber naja. Ja, tatsächlich. Das sollte den Luftzug im Keller stoppen. Kannst du das auch noch? Fett da benutzen? Nee, das nicht. Okay, also es ging tatsächlich um das andere. So. Wie gesagt, keine Ahnung, Pestizidenzeug? Hm. Haben wir den Schlüssel für den Van noch? Hm. Okay, und das Ganze nochmal. Aber die Leiche alleine wird doch nicht helfen, also... Na, ich bin mal gespannt. Ist schon übel, was wir hier machen. Und das gießen wir da jetzt rein. Jetzt macht sie das auch. Wird das denn dann... Ja. Oh no. Oh, gut. Was jetzt? Zimmer. Irgendwas müssen wir doch machen können. Hm. Hier sitzt er den ganzen Tag, spielt mit seinen Waffen, während die hässliche Betty oben sein Essen kocht. Was für ein zauberhaftes Pärchen, genau. Es ist stickig hier drin, okay. Ah, das Blöde ist... Wo finden wir das Pestizidenzeug? Sollte nicht zu nah rangehen. Ein leerer Eimer? Wieso? Da ist doch jetzt das Zeug drin, oder nicht? Na gut. Sie wird jetzt wahrscheinlich automatisch immer die Gasmaske auch wieder anziehen. Wo haben wir denn jetzt das Pestizidenzeug übersehen? War da noch was im Van? Hätte ich da vielleicht noch mal ein bisschen genauer gucken sollen? Oder war das hier in der Küche und ich habe es da nicht gesehen? Was hat das mit der Uhr auf sich? Hm. Oh, ich gehe noch mal hier gucken. Nee, hier ist nichts. Okay. Ich glaube, rechts war auch nichts, also... Öffnen. Warum kann man es denn dann aber... Tja, ich weiß nicht warum. Mit der Küche haben wir halt ein bisschen wenig gemacht, ne? Da müsste halt irgendwie was zu finden sein, glaube ich. So, kannst du mal einen Stofffetzen benutzen. Oder auch nicht. Und wenn wir mit der Gasmaske dahin gehen, dann denkt sie doch bestimmt, er ist das. Könnte man ja auch, weil sie hat doch damals irgendwie immer rumgelabert. Was weiß ich. Von wegen, er soll die nicht anziehen und dass sie das doof findet. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht ist das Pestizidenzeug bei ihr. Kannst du die nicht anziehen? Tragen. Komm, benutze mal das Zeug hier. Tragen. Das muss ich jetzt nicht anziehen. Warum denn nicht? Susan. Stapelweise Fleisch. Könnte es auch menschlich sein. Ich könnte wahrscheinlich etwas Nützliches auf den Regalen finden, aber sie muss erst weggehen. Da ist nämlich ja, das sieht man da schon. Die Flasche mit dem gelben Etikett bestimmt. Das ist bestimmt das, was wir wollen. Wie können wir sie ablenken? Telefon. Stinkt nach Blut und Schweiß. Jetzt mit dem Lappen was machen? Irgendwas müssen wir machen können.
Ja, dann lass es mal sein und dann geh noch mal weg. Und kannst du die nicht vorher anziehen? Weil das würde doch Sinn machen. Ja, nicht hier. Nee, ist klar, dass du jetzt niemanden anrufen willst. Ich hasse Handys, ich hatte selbst nie eins. Aber jetzt wäre es schon nützlich. Der Akku ist voll. Ich muss nur eine Nummer wählen. Untersuchen. Da war bestimmt mal ein nettes Abtrockentuch vor langer Zeit. Jetzt ist nur noch ein dreckiges Stück Stoff. Warum willst du sie nicht anziehen? Also das wäre für mich so ein guter Plan eigentlich. Was können wir denn mal machen? Wenn sie das jetzt nicht macht, was dann? Was dann, was dann, was dann? Nee, ich habe ja auch nichts, deswegen keine Ahnung. Irgendwie... Keine Ahnung. Tja. Können wir hier irgendwas reinwerfen? Nee. Die brauchen wir ja auch noch, die Maske. Die wollen wir behalten. Und wenn sie irgendwie was anderes an Geräuschen hören würde oder so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sie braucht. Warum können wir uns jetzt eigentlich nochmal Bleiche nehmen? Nee. Haben wir ja unten schon reingekippt bei ihm? Tja. Ein bisschen sind wir ja schon weitergekommen, aber... Den will sie auch nicht öffnen. Total blutverschmiert. Kannst du da vielleicht... Nee, ne, haben wir ja schon... Ja. Hast du jetzt schon mehrmals probiert... Tja, ich wäre immer noch vielleicht auch für ein Feuer machen, aber dann würde er da unten ja auch vielleicht sonst Alarm schlagen und außerdem kämen wir ja dann auch gar nicht vorbei. Und die Uhr? Könnte die uns vielleicht irgendwie dienlich sein? Für zum Ablenken? Ich habe keine Ahnung. Unten brauchen wir, denke ich, eigentlich nicht gehen. Ja, wir müssen sie halt ablenken. Das ist das Ding. Und das Radio? Will sie ja auch irgendwie nicht. Ich meine, ich habe ja auch nichts. Nebel, Nebel. Sie hat keine Ahnung. Ist auch komisch, dass der Nebel so stark ist, dass sie, ja... Ich würde ja eher in den Nebel laufen. Ist ja egal. Hauptsache weg. Also, was soll schlimmer sein, als in so einem Haus zu sein? Ich weiß nicht. Telefon benutzen. Tja. Kann nur wieder auflegen. Kannst du nicht dich. Kann sie nicht hier ran anrufen? Nee. Und ich meinte auch nicht das Telefon, sondern unseres. Nee, auch nicht. Okay. Dass sie einfach mal. Ja, kannst du nicht. Das Telefon. Untersuchen. Ein altes Telefon sieht aus, würde es noch funktionieren. Da ist ein Aufkleber mit dieser Nummer 0139227359 und dann rufst du da an. Da rufst du dann an. Hast du das jetzt notiert? Ach, okay. Hat sie notiert. Alles klar. So, wie machen wir das denn jetzt mal? Weil hier kann ich ja nicht bleiben. Muss ja irgendwie woanders hingehen, weil jetzt hat sie die Nummer. Ja, also es soll übers Telefon gehen. Das habe ich jetzt geschnallt. Ist auch eigentlich gar nicht so schwer. Warum bin ich da nicht wieder mal gleich drauf gekommen? Küchentour. Und dann soll sie hier durchgehen.
Dann steckst du dich ganz schnell unterm Tisch. Weil erstmal müssen wir natürlich hier hin, weil geht ja gar nicht anders, oder? So, und jetzt ruf mal an. Natürlich geht da jetzt keiner ran. Oh oh, jetzt geht's aber los. Schnell verstecken. Versteck dich. Oh mein Gott, spannend. Da kommt die alte Psychobraut. Oh Gott, jetzt müssen wir aber uns voll beeilen, oder? Weil, die wird ja schnell merken, dass da keiner ist. Oh Gott, schnell, schnell. Oh oh. Oh, es ist schon leicht, es macht mich leicht panisch hier. Geh da rein jetzt. Gartenhaus, jetzt geh da rein. Alter, beeil dich. Nimm das Pestizidenzeug und geh wieder raus. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich habe keine Ahnung. Oh oh. Tisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie die auch läuft, ey, wie so ein Zombie. Voll der Zombie. Ich hätte mir ja gerne noch länger in dem Raum umgeguckt und geguckt, ob da irgendwie dieses Fleisch ist oder so. Ob man hätte das Fleisch angucken können, aber ja. Scheiß drauf, wir gehen jetzt erstmal raus. Haben sie voll verarscht. Oh Mann, ey. Ja, das wird jetzt richtig... Das wird jetzt Bombe. Ich hätte jetzt echt gern gewusst, ob man da das noch hätte mehr in die Ecke gehen können. Hätte ich mal noch schnell ausprobieren sollen. Aber egal. So, jetzt machen wir den Typen fertig. Kippen das Pestizid rein, jetzt wird's richtig übel. Oha. Das ging ja schnell. Oh nein. Okay, wir können ihn töten. Oder ist er... Er ist schon. Okay. Ja, Susan im Drache. Mein lieber Schwan. Voll die Killer-Tussi. Verstecken brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht mehr. Okay, krass. Oh oh, sie ist weg. Scheiße, sie ist weg. Aber jetzt können wir gucken, was es hier ist. Hier war gar nichts, ne?
konnten wir uns gar nicht angucken. Wo ist die Alte hin? Scheiße. Oh nein. Oh nein. Hallo? Gehst du da nicht mehr rein? Okay, wir können nur noch raus. Hütte? Untersuchen. Hä? Okay, sie war nicht drin, ne? Was müssen wir jetzt... Da ist sie. Verflucht, ey. Um den Abzug zu... Okay. Ja, das war's dann wohl mit ihr auch. What I've seen. Do you know where I've been? I've been for the broken machine.